Mein Name ist Jens Reinelt, bin einer der beiden Geschäftsführer der Lembic GmbH und möchte heute ein bisschen was erzählen zu unserer Firma und zum Internet der Dinge, wo wir uns eben mit der Firma bewegen. Wir sind noch eine recht junge Firma, uns gibt es erst seit 2015, wurden da gegründet als Spin-off aus der Innogy. Das Internet der Dinge, wie sehen wir das eigentlich? Ich denke, jeder hat davon irgendwie mal gehört. Man sieht es, die Verbindung von allen möglichen Things, Dingen, angefangen beim Heizkörperthermostaten, irgendwie batteriebetriebene Lichtschalter, über Autos, große Maschinen, eigentlich alles. Das Ganze auch in verschiedensten Branchen, das macht eigentlich nirgendwo Halt. Fängt an im privaten Bereich, wo es jeder irgendwo kennt, Smart Home, geht hin, Industrie 4.0, Smart City, es gibt mittlerweile so viele Begriffe in allen Bereichen des Lebens. Letztendlich subsumiert sich das dann aber wieder unter dem großen Begriff Internet der Dinge. Ja, ist halt ein sehr interessanter Markt, der immer weiter wächst und bietet aber auch bei allem, was man darüber hört, immer noch eine riesige Herausforderung an verschiedenen Ecken. Wenn man dann wirklich mal ins Detail guckt und mit den einzelnen Leuten darüber redet, wie sie ihre Lösungen realisieren, kommt man immer wieder an ein Problem und das haben irgendwie alle gemeinsam. Sie wissen, was sie mit den Daten tun wollen. Dummerweise wissen die meisten am Ende gar nicht, wie komme ich denn an die Daten? Also wie kriege ich eigentlich meine Geräte, die ich schon besitze, teilweise schon im Feld habe, die ich perspektivisch noch entwickeln möchte, wie kriege ich die denn angebunden ans Internet? Und an der Stelle setzen wir eben an und bieten eine Lösung, wir nennen sie selber so ein IoT-Backbone, um eben angefangen bei der Integration von der entsprechenden Kommunikationstechnologie in Geräte, in Things, Daten dort aufzusammeln, dann lokal zu übertragen, bis man irgendwo den Eintrittspunkt ins Internet findet, meistens Gateway, Router, Mobilfunk, um sie dann eben in einer skalierbaren Form in der Cloud wieder verfügbar zu machen. Das Ganze bieten wir eben nicht, wie es heute in den meisten Fällen typisch ist, als Projekt an, sondern eben als Produkt, was sich über viele Bereiche erstreckt und eben in vielen Teilen immer identisch ist. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, es gibt nicht die eine Lösung für alles. Irgendwo gibt es immer Besonderheiten, jedes Produkt ist ein bisschen anders und muss man schon einige Hürden für überwinden. Was man letztendlich mit den Geräten oder mit den Daten machen will, ist auch unterschiedlich. Die einen möchten einfach nur Daten erfassen, die anderen möchten auch steuern, die anderen möchten direkt regeln. Also da gibt es ein bisschen Use-Case-spezifische Sachen. Aber im Endeffekt gibt es eine große Schnittmenge, die eben bei allen gleich ist. Und das ist die untere Reihe, der Ease of Use, also möglichst einfach die Geräte in Betrieb nehmen, dabei aber auch die Sicherheit natürlich nicht vernachlässigen. Und dazu kommen halt noch andere Aspekte wie eben Überwachung, Flexibilität. Kosten sind immer ein Thema, gerade wenn ich es hochskaliert ausrollen möchte, darf halt so eine Lösung am besten nichts kosten. Das ist halt immer der Standardanspruch. Und eben diese Sachen, die für alle Use Cases relevant sind, kapseln wir, packen die in eine Lösung und bieten das eben entsprechend an. Wir suchen in dem Bereich im Moment relativ viel in der Entwicklung, sowohl soft- als auch hardware-nah. Aber dann natürlich sehr stark im Embedded-Bereich, C, C++, sagen wir mal als Programmiersprache, C#, .NET, wenn man ein bisschen nach oben wandert, schon auf den Gateways trifft sich das wieder, manchmal ein bisschen in der Hochsprache, wenn da schon ein komplettes Betriebssystem drauf läuft. Oder halt dann in der Cloud relativ neu. Elixir sagt vielleicht dem einen oder anderen schon mal was, hat man dann mal gehört. An der funktionalen Programmierung, wo man eben über Skalierbarkeit redet und große verteilte Netzwerke aufbauen möchte. Grundsätzlich glaube ich, wenn man sich unsere Firma anguckt, sollte man einfach Spaß haben, Technologie kennenzulernen, sich auf Neues einlassen. Wir sind relativ agil, das müssen wir als kleine Firma sein, mit einer überschaubaren Anzahl an Leuten, die daran arbeiten, aber eben mit der Chance, wirklich auch sich selbst einzubringen und wirklich Sachen von Grund auf neu mitzudenken und eben nicht nur das, was da ist, umzusetzen, Ideen, Konzepte, die man schon hat, einfach runter zu kodieren, sondern wirklich selber mitzuentwickeln und zu gestalten. Das tun wir in verschiedensten Arten und Weisen, also entweder als Werkstudent kann man relativ früh einsteigen, als Absolvent natürlich sehr gerne, wer Interesse hat. Wir sind im Audimax natürlich mit dem Stand vertreten, da gerne jederzeit vorbeischauen. Ansonsten über die üblichen Kontaktwege, die wir haben, Internet, Telefon, was auch immer es gibt, einfach mal bei uns melden.